So, ich mache mit euch jetzt eine Pizza. Das Ganze mache ich auf die Storner von Pemperchef. Das Klasse daran ist, die sind aus reinem Ton, das ist ein Naturprodukt, da ist keine Chemie dabei. Sie werden besonders knusprig, die Pizzas. Man kann drauf Schnitzel, Fleischwaberl, alles Mögliche auch noch machen. Aber jetzt zeige ich euch einfach mal, wie praktisch die sind und wie klasse die Pizza da wird. Ich habe jetzt da meinen Teig, den habe ich eine Stunde gehen lassen. Das ist ein ganz normaler Germteig, wie für Pizza üblich. Und den tue ich mir jetzt direkt auf mein Schnitzel. Das Klasse ist, ich muss jetzt den Stein nicht vorheizen. Ich darf direkt da meine Pizza drauf ausrühren. Ich zeige euch das jetzt am besten. Da habe ich den Pizzaboden und da direkt drauf rühre ich mir die Pizza aus. Und das ist das Klasse, weil wenn da noch Belag drauf ist und der Stein ist heiß, dann bringst du den nicht mehr in den vom Ofen raus oder in den Ofen rein. Das ist alles viel praktischer so. Mit dem Roller, das ist übrigens einer meiner Lieblingsprodukte, kann man das Vollglas ausrollen. Der Belag wird voll dünn ausgerollt, es bleibt nichts bicken, wird zeigt und ich komme voll schön zu den Ecken zu. Gerade da ist so ein Griff, da kann ich mit dem Roller schön zubefahren. Und wenn ich wo gar nicht zubekomme, gibt es den kleinen Teil. Mit dem kann ich es auch noch feiner ausrollen. Alle die Sachen, die ich euch hier zeigen kann von Pemperchef, die könnt ihr jederzeit bei mir bestellen. Aber das könnt ihr mir einfach auch fragen. Einen Katalog gibt es auch dazu. Genau. Soweit einmal die Pizza. Und dann streiche ich noch eine Tomatensauce drauf. Die habe ich im Thermomix gemacht. Das ist Zwiebel, Knoblauch und Pizzagewürz. Eingekochte Tomatensauce. Die liebe ich auf der Pizza. Die ist ideal. Und mit der bestreiche ich jetzt meinen Boden. Und zwar nehme ich da jetzt diese Palette, die ist auch von Pemperchef, die ist ein wenig abgewinkelt. Und mit der kann man das ganz toll auf dem Boden verstreichen. Das mache ich jetzt über den Boden verteilt. Und wo sie euch auch noch einen Tipp geben möchte, stratzt euch den Käse vorher drauf, bevor es einen Belag drauf gibt. Weil, das machen sie in der Pizzeria auch so, der Belag verbrennt sonst. Und wenn der Käse drunter ist, und also der Käse drunter, der Belag drüber, dann wird der Belag also knusprig und der Käse schmilzt schön. Also das ist wirklich ein guter Tipp. Da ist gleich noch der Tomatensauce und Käse drauf. So, ich habe die Pizza jetzt fertig belegt. Tomatensauce, Käse und ein wenig Mais, je nach Gusto. Da kann man jetzt alles drauf geben, mit Thunfisch belegt oder mit Salami. Bei uns daheim ist einer die am liebsten, einfach nur eine Art Margarita mit Mais. Ich tue es jetzt in den vorgeheizten Ofen bei 230 Grad Ober-Unterhitze. Auf die unterste Schiene gebe ich es rein und das Ganze für 15 bis 20 Minuten. Da schaue ich dann einmal nach einer Viertelstunde, wie es ausschaut. Wenn dann die Pizza fertig ist, dürft ihr mal wieder zuschauen. So, die Pizza ist jetzt aus dem Ofen. So schaut es dann aus. Müsst ihr euch einmal schauen, das ist total richtig, wie es gehört. Es löst sich schön vom Boden, ist schön knusprig und ein saftiger Belag. Und jetzt bestreiche ich es noch mit Olivenöl, Knoblauch und Oregano. Das ist ein kleiner Geheimtipp von mir. Da wird es dann einfach nur geschmackiger und besser. Genau, und jetzt zeige ich euch noch mit dem Pizzarad, kann man da so schöne Ecken schneiden. Und das da ist ein Kantenschneider. Gerade wenn irgendwo so ein Rand ist, kann ich es sonst nicht zu, da fahre ich mit dem Kantenschneider zu. Das ist voll Glas, liegt voll gut in der Hand. Und jetzt dürft ihr euch mal anschauen, wie so eine Pizza von Pemperchef ausschaut.